herzlich willkommen hier in der Schleuse. Wir eröffnen hier heute die Ausstellung Rahmen, Rahmenlos von Benjamin Tiberius Adler, der hier neben mir steht und heute auch einen kleinen Einblick in die Ausstellung geben wird. Die Ausstellung ist ab heute bis zum 12. März immer zu den Öffnungszeiten des Restaurants zu erreichen und ab dem 13. März dann noch bis zum 27. März parallel zu den Öffnungszeiten im Haupthaus. Ja, Benjamin Tiberius Adler ist 1988 geboren und hat bis 2020 in Braunschweig studiert. Seit 2020 studiert er an der Städelschule in Frankfurt bei Tobias Rehberger. Er hatte schon diverse Gruppenausstellungen in Marburg, Hannover, Braunschweig und Frankfurt und auch schon Einzelausstellungen in Marburg und in Frankfurt. Danke für die Einführung. Ja, in der Ausstellung mit dem Titel Rahmenlos zeige ich mehrere Arbeiten, bei denen das gemeinsame Element ist, dass sie sehr malerisch sind von der Bildkomposition her. Es gibt Farbkompositionen, sie sind gedacht eher wie flache Bilder, allerdings gehen aus dem Zweidimensionalen raus, werden sehr räumlich und das verbindende Element sind neben der Komposition natürlich auch die Holzelemente. Es gibt außen rundherum einen verbindenden Rahmen, der das Ganze stützt. Allerdings hat es sehr wenig damit zu tun, wie man sich einen klassischen Bilderrahmen vorstellt, der viereckig ist oder der eine Form vorgibt. Oft sind die Arme offen, die Arbeiten fallen aus dem Rahmen. Die Arbeit, die wir hier sehen, hat den Titel Blow Me. Wie man auch unschwer erkennen kann, sind hier die Buchstaben in das Holz reingeschnitten mit einer Kettensäge. Die Arbeit kombiniert unterschiedliche Materialien. Hier in der Mitte haben wir Keramik, außen Holz, dann hier die Querelemente, die sind aus Eisen und zusammengenäht ist alles mit einem Bondage-Seil. Das Werk heißt Müllsegel. Hier verwende ich alles gefundene Materialien. Das sind alles kostenlose Materialien, die ich auf der Straße gefunden habe, die ich hier neu kombiniere. Das hier ist allerdings eine recycelte Arbeit. Das ist eine Arbeit, die ich immer im ersten Jahr an der Kunsthochschule gemacht habe in Braunschweig. Die hang dann ein Jahr lang bei meinen Eltern wie als Flagge im Baum. Und jetzt hat sie hier wieder Verwendung gefunden im Müllsegel. Die anderen Sachen, wie die riesengroße Zange, die ist vom Schrottplatz. Und auch hier diese Metallelemente habe ich am Schrottplatz gefunden. Die anderen Sachen sind teilweise ausgemistet. Das sind alte Bücher, die ich in meinem Zimmer ausgemistet habe. Die anderen Sachen, der Stuhl, der Rest ist vom Sperrmüll, den ich auf der Straße gefunden habe. In dieser Arbeit geht es um die Arbeitszeit, die auch da drin steckt. Wie das verarbeitet ist, das ist zusammengenäht. Und durch die Arbeitszeit, die ich da reingesteckt habe, bekommt die Arbeit eigentlich erst den Wert. Auch die Stickerei, die man hier sieht. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine zufällige Ansammlung von Müll. Irgendwas, was so Meilen vorbeitreibt, was sich so irgendwie zusammengeknotet hat, zufälligerweise. Und wenn man genauer hinguckt, ist es ein Gemälde. Also auch hier die Elemente. Das ist ähnlich wie ein Farbauftrag, wie Pinselstriche. Und die Frage natürlich ist bei so einer Arbeit, alles gefundene, wertlose Materialien, die irgendwie mehr oder weniger zufällig erscheinen, zusammengewürfelt, wie kann das einen Wert bekommen? Und die Frage, in der ich mich damit auseinandersetze, ist, die Zeit, die ich da reinstecke, hat natürlich einen Zeitwert als Arbeitszeit und die Frage, die dann offen bleibt für den Betrachter ist, bekommt es dadurch, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, einen Wert oder bleibt es eine zufällige Ansammlung von mir? Hast du direkt ein Bild im Kopf, wenn du Material findest oder nimmst du dann erstmal alles mit und überlegst dann im Nachhinein, wie du das zusammenpacken willst? Das ist meistens so, dass ich es eher mitnehme, also meistens, dass ich es eher interessant finde. Also hier habe ich das gefunden und fand so, was wahrscheinlich früher mein Geländer oder sowas war. Es hatte auch eine ganz andere Farbe, das war nicht in Wiener. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
Und hier habe ich die Farbe angesprochen. Ich habe den Stuhl gefunden und fand irgendwie das knallige Rot ganz gut. Und dann dachte ich, ach ja, ich nehme das Rot mit. Und auch hier, das hatte ich auch an, nach so einer Baustelle, haben die Bauarbeiter das zurückgelassen. Und dann dachte ich, ach ja, das ist schön rot, irgendwie, ich nehme das noch mit, so ein rotes Holz. Hier sehen wir das Titelwerk der Ausstellung. Die Theke heißt Maybe I'm not the best, but I'm better than the rest. Hier sieht man ein Bild von mir. Das ist ein altes Foto von mir, so im seitlichen Profil. Mit unterschiedlichen Keramikgefäßen. In den Keramikgefäßen befinden sich Medikamente, Antidepressiva. Und ich frage mich mit diesem Werk, warum muss ich als junger Künstler eigentlich noch Kunst machen, wenn es so viele berühmte und erfolgreiche und großartige Künstler bereits vor mir gab? Ja, da muss man schon irgendwie ziemlich vermessen sein, um zu sagen, naja, in der Kunstgeschichte, die es bisher gab, da ist noch ein Platz für mich. Also, ich habe die Berechtigung, da auch dazu zu gehören, und es gibt einen Grund, warum ich Kunst mache. Das ist manchmal deprimierend, aber auf der anderen Seite macht es natürlich auch Spaß. Und um das Gefühl einzutauchen, haben die Ausstellungsbesucher sich an der Selbstbedienungstheke mit Antidepressiva zu bedienen. Hier sehen wir die Arbeit mit dem Titel Postmortem. Wenn man von der Seite schaut, sieht man auch in dem Holz. Sind die Worte reingraviert. In dem einen Holz steht Nachleben, auf dem anderen steht Postmortem. In der Mitte befindet sich eine Malerei von mir. Wenn man da genau sehr nah dran geht, dann sieht man einmal Anubis. Das ist der Gott des Totenreiches. Dann sieht man ein Fachwerkhaus und man sieht Bäume. Hier wird quasi das Leben des Holzes thematisiert, was man natürlich dann auch im übertragenen Sinne allgemein auf das Leben übertragen kann. Ja, Holz ist ein klassisches Bauelement, allerdings hat natürlich der Baum früher mal gelebt, und sobald wir das als Bauelement verwenden, denken wir gar nicht, dass es einmal ein Lebewesen war. Das Rot, was wir außen sehen, ist eine klassische mittelalterliche Farbe, die aus Eisen hergestellt wird, wie auch früher in der Region, wo ich aufgewachsen bin, viele Fachwerkhäuser gestrichen sind. Die Arbeit hat den Titel Holz. Man sieht es auch in dem Holz, wo man die Naturmaserung sieht, was vorne die erste Ebene ist. Da steht auch mit der Kettensäge reingeschnitten Holz. Da erkennt man noch ziemlich eindeutig, dass es Holz ist. Die Holzmaserung ist rausgekommen, allerdings das Holz ist händisch bearbeitet worden. Dahinter hat man Naturholz, so wie man Holz direkt vom Baum abschneidet. Die einzigste Bearbeitung, die da vorgenommen ist, ist, es wurde zusammengeschraubt und wurde in der Länge zurechtgeschnitten. Und im Hintergrund hat man dann einen Rahmen mit sehr stark bearbeitetem Holz, wo man gar nicht mehr weiß, überhaupt ist es jetzt Holz oder ist es Metall oder ist es Plastik, es kann alles sein. Da frage ich mich, wie weit man Holz noch bearbeiten kann, ohne dass es seine eigene Identität verliert und dass es als Werkstoff noch respektvoll verarbeitet werden kann. Hier sehen wir eine Komposition aus Metall, Holz und Papier. Vordergründig geht es auch hier um Malerei. Für mich ist das Wesentliche bei Malerei der Farbauftrag und die Pinselstriche. Ein Bild, bei dem man nicht sieht, wie es gemalt ist, interessiert mich nicht. Wenn ich mir ein Bild angucke, gehe ich ganz nah dran und gucke, wie ist es gemalt. Ich habe lange in der Malereiklasse studiert, bevor ich in die Bildhauereiklasse gewechselt bin. Und mich interessiert auch beim bildhauerischen Arbeiten immer noch die Werkzeugspur oder der Pinselstrich als menschliche Spur, die Spur, die der Mensch hinterlässt. Beim Farbauftrag, beim Werkzeugarbeiten von Holz, von anderen Materialien. Neben der formalen Komposition
spiegelt sich inhaltlich auch was sehr Autobiografisches in der Arbeit wider. Vor meinem Kunststudium war ich Jurist. Und hier sieht man das Papier von meiner Masterarbeit. Ich habe, seitdem ich Kunst mache, ganz aufgehört, mich mit Recht auseinanderzusetzen und habe mich dann gefragt, naja, für was war das Ganze gut, was soll ich mit den ganzen Papiersachen, die ich da angefertigt habe. Das hat ja im Prinzip gar keinen Wert mehr für mich. Also habe ich hier raus ein Gemälde gemacht. Wenn man von der Seite schaut, sieht man auch die Buchstaben LLM. Das ist die Abkürzung für den Master of Laws. Das ist die Tür ins Paradies. Die wurde inspiriert von einem Holzhäuschen, was ich in Frankenberg gesehen habe, was wie aus so einer Märchenlandschaft war. Und das war die Vorlage, mehr oder weniger so eine Inspirationsquelle für die Tür ins Paradies. Die ist interaktiv, das heißt, die Besucher können die auch öffnen und schließen. Wenn wir die öffnen, da sehen wir mich, da sehen wir meine Vorstellung vom Paradies. Das ist ein Foto von mir, wie ich stehe, nackt im Paradies, waren denn die Menschen da nackt, hatten keine Kleidung. Das ist ein Foto, was ich vom Spiegel aufgenommen habe. Hier sieht man mich ein Handy halten, ich muss Smartphone vor dem Spiegel stehen und mache ein Foto. Hier sieht man mehrere Ecstasy-Tabletten. Hier sieht man einen Papagei, der auf meiner Schulter sitzt und da ist ein Pärchen, was Sex hat. Und hier unten sieht man auch einen Ausschnitt, ein Foto aus dem Porno. Und hier unten kann man auch so die Umrisse von einer Frau erkennen. Grün ist hier die dominierende Farbe, weil im Paradies natürlich alles so eine wilde Urwaldlandschaft in meiner Vorstellung ist. Ja, vielen Dank, Benjamin, für die ganzen Einblicke und Erklärungen zu deiner Ausstellung. Die Ausstellung ist hiermit eröffnet. Wir würden uns freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Und am 13. März wird er auch hier vor Ort sein. Und falls Sie dann noch offene Fragen haben, können Sie sich gerne mit ihm über seine Arbeiten unterhalten und Fragen stellen.